Vor vielen Jahren habe ich eine Frau kennengelernt, die mein Leben fast ruiniert hat. In dieser Folge verrate ich dir, welche Frauen du vermeiden solltest, auf welche Frauen du achten solltest in deinem Datingleben und vor allem, wie du diese Frauen erkennst. In der heutigen Episode bin ich ganz alleine, wie du siehst, denn Andi hat gerade eine Woche Urlaub und erholt sich hoffentlich sehr schön. Schreib gerne in die Kommentare, Andi, erhol dich gut, hast es dir verdient. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal so einen Schwank aus meinem Leben erzählen? Und mit diesem Schwank natürlich auch, mit dieser Geschichte aus meinem Leben etwas erzählen oder etwas dir zeigen, auf welche Gefahren du tatsächlich achten darfst in deinem Dating-Leben, in deinen Dating-Versuchen, im Kennenlernen von Frauen. Denn es gibt da draußen Frauen, die dir nicht so ganz gut tun. Und viele, ich weiß es aus Erfahrung, weil viele unserer Teilnehmer einige dieser Frauen kennengelernt haben und sich dann auch immer sehr abgeholt fühlen, wenn ich über diese Erfahrung spreche. Und deswegen möchte ich die auch heute dir mitgeben. Denn einige dieser Frauen sind nicht sehr gesund mental. Und das erkennst du gar nicht so oft an erster Stelle. Und diese Geschichte ist mir vor, lass es 15 Jahre gewesen sein, passiert. Und ich war zu der Zeit schon aktiv dabei, auf Frauen zuzugehen, habe so meine ersten Erfahrungen schon gemacht und habe mich dann auch hier und da in einigen Clubs meiner Heimatstadt dann auch sehr wohl gefühlt. Für mich war es am Anfang viel, viel einfacher, das in Clubs und Bars zu machen, auf Frauen zuzugehen, anstatt das am Tag zu machen. Und da hat jeder seine Präferenz, wie er startet. Und das ist völlig okay. Wir müssen nicht irgendwie uns dazu zwingen, das am Tag zu können, wenn es uns erstmal im Nachtleben leichter fällt. Wofür wir uns aber zwingen sollten, ist, nur weil es uns online leichter fällt und weil wir uns da nicht irgendwie großartig überwinden müssen, als nach links und rechts zu swipen und hey, was geht, zu schreiben, heißt das nicht, dass wir es nicht im echten Leben machen sollten, Frauen ansprechen. Denn Online-Frauen kennenlernen ist nicht das Gleiche, wie wenn du das auch im echten Leben kannst, also offline. Und also das heißt, wenn deine Präferenz jetzt Tag- oder Nachtleben ist, dann verfolg erstmal das, bis du dich an einer Stelle oder an einem Punkt so sicher fühlst, dass du es auch dann auf andere Bereiche ausweiten kannst. Weil das gibt dir einfach mehr Freiheit, ja, als wenn du dich fokussierst auf zum Beispiel nur am Tag rauszugehen, obwohl es dir in der Nacht leichter fällt, also Clubs und Bars und so weiter, obwohl es dir da leichter fällt, dann machst du etwas, was du vielleicht, wofür du dich extrem überwinden musst, an einem Ort, wo du dich extrem überwinden musst. Und das sind zu viele Hürden zu Beginn. Mach es dir gar nicht so schwer. Du musst es dir nicht so schwer machen. Wenn du aber, und das ist ganz wichtig, wenn du das nur im Nachtleben kannst, weil du dich dabei betrinkst, dann versuch's mal ohne Alkohol. So, das dazu. Ich habe auf jeden Fall dann diese eine Frau, um die es in dieser Geschichte geht, in einem meiner Stammclubs in meiner Heimatstadt kennengelernt. Und sie saß da so an der Bar und es war schon irgendwie fortgeschrittener Abend, lass es 1 Uhr gewesen sein, 1 Uhr nachts. Und ich bin dann auf sie zugegangen, so, weil sie hat mich auch so von Weitem so angelächelt und eine wunderschöne Frau. Also roter Lippenstift, breites strahlendes Lächeln, große Rehaugen, wunderschön. Und sie hat sofort positiv auf mich reagiert. Und das war so im Nachhinein die erste, wie sagt man heutzutage, Red Flag, die ich hätte bemerken sollen. Denn damals zu der Zeit war es für mich noch nicht so selbstverständlich, dass eine Frau sofort positiv auf mich anspringt. Weil ich selber mit mir noch gar nicht so sehr im Reinen war. Und das kannst du mal selber für dich überprüfen, wenn du, sei es, und viele von euch machen das dann, Online-Dating über Tinder oder Bumble oder wie die Apps alle heutzutage heißen. Und plötzlich ist da diese eine wunderschöne Frau, die sofort, mit der du dich hättest gerne sofort gematcht, und dann matcht ihr euch. Und auf einmal ist sie so direkt Hals über Kopf in dich verliebt und möchte dich sofort treffen. Oder selbst wenn eine Frau auf der Straße, im Club oder was auch immer ansprichst. Und auf einmal ist so, das ein komplett anderes Verhalten, als du sonst kennst. Also extrem positiv und extrem angetan von dir. Das ist etwas, was dir sofort die Alarmglocken
anschlagen lassen sollte. Denn warum ist das auch mal so? Was hat sich verändert? Warum sollte das auf mal so leicht gehen? Und damit möchte ich nicht sagen, dass du es nicht verdient hast, dass es leicht geht, weil du hast alles Gute der Welt verdient. Und auch natürlich, dass du deine Traumfrau und die richtigen Frauen in deinem Leben super leicht kennenlernst. Und das ist auch möglich, aber wenn du das von dir selber nicht glaubst, dann wird das auch nicht passieren. Und das ist der Grund, oder das ist halt das große Ding, weil es ist halt vorher auch nicht passiert. Also bei mir zumindest. Und also weil es jetzt auch um meine Geschichte hier geht. Und bei mir ist es halt vorher nicht passiert. Ich musste immer so, ich hatte das Gefühl, ich musste sehr viel Überzeugungsarbeit leisten oder auch immer sehr viel Vorarbeit leisten in sämtlichen Variationen. Also, dass ich vorher mit ganz vielen Menschen in Kontakt treten musste und so weiter. Und aber trotz allem, auch an meinem besten Tag, mit meiner besten Laune und was auch immer, hat eine Frau nie so krass reagiert, so übertrieben, extrem positiv und angezogen von mir. Und das war so interessant. Weil, also rückblickend interessant. An der Stelle habe ich gedacht so, wow, Jackpot. So diese tolle Frau, diese wahnsinnig hübsche Frau ist so direkt von mir eingenommen, dass sie auch tatsächlich, was auch wirklich so passiert ist, ist sie, dass sie komplett den Raum um sich vergessen hat und dass ich Zentrum der Aufmerksamkeit war. Und das ist etwas, was mich direkt gecatcht hat damals. Denn damals hatte ich ich komme wie viele von euch aus der Ecke von zurückhaltend, schüchtern, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelndes Selbstwertgefühl. Und wenn ich dann, oder als ich dann damals dann diese Frau getroffen habe, dann war ihre plötzliche Aufmerksamkeit und mich damit zum Zentrum ihres Universums für diesen Moment zu machen, das Beste, was mir passieren konnte, weil das war in diesem Moment Aufmerksamkeit und damit auch Liebe. Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Es war eine sehr schwache Form von Liebe, aber das ist etwas, womit ich mich damals als schüchterner, zurückhaltender Junge mit niedrigem Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein extrem gesehnt habe. So die Aufmerksamkeit von hübschen Frauen. So, das war der Ursprung meiner Reise und das ist der Ursprung für viele Reisen von euch, von dir als Zuhörer. Und diese Aufmerksamkeit hat mich alles vergessen lassen, hat mich das überhaupt nicht hinterfragen lassen erst und habe gedacht so, okay, ich darf es jetzt nicht verkacken. Ich muss absolut on top of the game sein. Ich muss super smart sein. Ich muss sie zur richtigen Zeit berühren. Ich muss zur richtigen Zeit das Richtige sagen. Ich muss dies und das absolut richtig machen. Und der Gedanke dahinter war, ich darf sie nicht verlieren. Ich darf es nicht verkacken. Ich darf sie nicht verlieren. Und das ist ein absoluter Mangelgedanke. Und eben weil ich entsprechend diese Aufmerksamkeit, diese quasi bedingungslose Liebe, dieses Geschenk nicht geringschätzen wollte, was dann entsprechend meine Empfindung war, habe ich alles dafür getan, um noch mehr oder noch weniger vielmehr, noch weniger ich selbst zu sein. Und das war der erste Schritt ins Chaos, in den Abgrund. Wenn du so willst. Denn dieser Abgrund hat immer mehr dazu geführt, im Laufe der Zeit, und das spule ich gerade mal ein bisschen vor und komme dann wieder zu dem Punkt gleich zurück, hat dazu geführt, dass ich voller Selbstzweifel war, nicht mehr wusste, wer ich bin, fast Freundschaften ruiniert habe dadurch und extrem einfach an mir als Mensch, als Mann, gezweifelt habe. Diese Frau, die ich kennengelernt habe damals, mit der ich auch, wir hatten schon eine Beziehung, so. Also wir haben uns schon als Freund und Freundin bezeichnet, so. Aber diese Frau hatte eine Borderline-Störung. Und das ist etwas, was gerade wenn, also wir ziehen diese Frauen an, wenn wir selber mit uns nicht im Reinen sind. Und also jemand, der mit sich selbst im Reinen ist, ein Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, der weiß, wer er ist, der weiß, dass er ein Geschenk für Frauen ist, der lässt sich halt auch so und so nicht behandeln. Die Art und Weise, wie ich jetzt nachher noch drauf zukommen werde, der lässt sich so nicht behandeln und der zieht halt auch im Vorfeld diese Frauen gar nicht an und der ist auch im Vorfeld extrem skeptisch,
wenn eine Frau plötzlich übertrieben anders auf ihn reagiert, als normalerweise Menschen auf ihn reagieren. Weil die Art und Weise, wie sie reagiert hat, war nicht ein, oh, das ist interessant, schön, dass du da bist, oder ja, ich habe dich schon von Weitem gesehen, wer bist du denn, sondern so, hey, na, oh, das ist super cool, dass du hier bist, boah, du bist dies und das und ich finde das ganz, ganz toll. Und komplett den Fokus auf dich dann entsprechend gelegt hast, weil du wahrscheinlich diese Situation auch kennst. Oder viele von euch, weiß ich, kennen diese Situation auch und verrennen sich dann in Dinge, die sie, ja, fast zerstören. Aber gut, dazu kommen wir jetzt Schritt für Schritt noch weiter. So, was sind das für Dinge, was sind für Dinge passiert? Also, wir haben uns kennengelernt und haben dann auch dann Nummern getauscht. Ich glaube, am selben Abend haben wir noch miteinander rumgeknutscht. Das fand ich dann auch, wow, ganz toll. Und sie hat dann auch ihre Nummer in mein Handy eingetippt und sowas, wollte mich unbedingt wiedersehen. Wir haben dann geschrieben und so und haben uns dann auch getroffen und dann ging die wilde Fahrt los. Also das war eine Frau, die wahnsinnig sexuell war, wahnsinnig sehr sinnlich, genau, das ist das deutsche Wort, sehr, sehr sinnlich und sehr, also hatte auch eine sehr weibliche Ausstrahlung und das war so, oh, die Göttin. Und immer mehr habe ich dann dadurch, weil ich sie dadurch auf dieses Podest der Göttin gehoben habe, immer mehr das Bild aufgebaut von, ich darf sie nicht verlieren. Oder die Strategie aufgebaut, ich darf sie nicht verlieren. Ich darf es nicht verkacken. Ich muss mit ihren Launen zurechtkommen. Und ich muss ihr wahnsinnig viel Zeit schenken und Aufmerksamkeit schenken und so weiter. Weil sonst verliere ich ihre Gunst. Und das hat dann mit der Zeit dann dazu geführt, dass ich Dinge in meinem eigenen Leben vernachlässigt habe. Ich habe dann mich mit Freunden nicht mehr getroffen, weil sie mich an dem Abend sehen wollte. Und wenn ich Nein gesagt hätte, dann wäre das fast ein Todesurteil gewesen. Dann wäre das auch, dann hätte ich auch mit ihrer Laune umgehen müssen. Und das hätte dafür gesorgt, dass sie mich vielleicht dann abgeschossen hätte. Und das wäre das Schlimmste gewesen, weil sie war ja diese Göttin, die ich auf das Podest gehoben habe. Die Frau, die wahnsinnig sexuell und sinnlich war und absolut weiblich und einen wahnsinnig tollen Körper und hübsch war und so weiter. Und das Ganze ist halt vor allem auch, und das ist das wichtige Schlüsselwort hier, das Ganze ist so problemlos und einfach passiert. Einfach, weil ich da war, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und wer weiß, so, weil die Frauen, die ich halt vorher kennengelernt habe, oder wenn ich halt überhaupt, und du als Zuhörer, wenn ich überhaupt Frauen vorher kennengelernt habe, dann war das halt immer mit ganz viel Arbeit und Aufwand verbunden. Und jetzt ging das so einfach. Und deswegen will ich sie nicht verlieren, weil wer weiß, wie viel Arbeit und Aufwand ich danach aufwenden muss. Oder wenn ich jetzt schon, keine Ahnung, du als Zuhörer vielleicht schon seit 3, 4 Jahren immer wieder gefühlt gegen Wände gerannt bist oder nie die Frauen kennengelernt hast, die du kennenlernen wolltest und immer wieder mit deinen Ängsten zu kämpfen hattest und mit Abfuhren zu kämpfen hattest. Und dann plötzlich eine Frau, die aus heiterem Himmel so viel Liebe und Aufmerksamkeit, also Liebe in Anführungszeichen, Aufmerksamkeit schenkt, dann möchtest du das nicht verlieren. Dann ist das etwas so, endlich werde ich für meine Ausdauer, für meine Qualen, die ich erlitten habe, belohnt. Und jetzt muss ich auch diese Belohnung wertschätzen, weil sonst wird Gott, das Universum oder das fliegende Spaghetti-Monster mir diese Gunst wieder wegnehmen und ich darf wieder von vorne anfangen. Und das willst du halt natürlich nicht. Und das wollte ich dann natürlich auch nicht. Und habe dadurch, durch dieses Verhalten, dass ich ihr dann so sehr hinterhergerannt bin und sie zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe, immer mehr an mir selbst verloren. Es gab eine Situation, wo ich dann umgezogen bin. Das war damals zu der Zeit, als ich bin von zu Hause ausgezogen und bin dann in eine WG gezogen und bin, glaube ich, in eine andere WG gezogen oder sowas. Und sie hat mir beim Umzug nicht geholfen. Und obwohl ich halt nur Sachen in einem Zimmer hatte und es gar nicht so viel war und ein kleiner Van dafür gereicht hat für den Umzug, hat sie mir an dem Tag nicht geholfen. Und stattdessen musste ich irgendwie 2 andere Freunde organisieren, die mir aber auch gerne geholfen haben. Aber trotzdem
Du kannst ja davon ausgehen, dass wenn du umziehst, dass deine Freundin dir hilft. Weil selbst wenn ihr nicht zusammen wohnt, so, und das war damals halt der Punkt, sie hatte ihre eigene WG, ich hatte meine WG und sie hat mir dann nicht geholfen dabei. Und das war für mich völlig okay. Ja, das stimmt nicht. Das war für mich nicht völlig okay, weil ich hatte schon so den Samen des Gedanken im Kopf von irgendwas ist hier nicht richtig. Das kann doch nicht sein, dass die Frau, die sich meine Freundin nennt oder die ich meine Freundin nenne, mir nicht hilft beim Umzug. Und stattdessen, also ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, so sag mal, wie kann es denn sein, dass du mir nicht hilfst? So, ich finde das nicht so cool. Und sie war super gut da drin, und das war nicht das erste Mal, aber sie war super gut da drin, immer wenn ich sie kritisiert habe oder wenn ich etwas angesprochen habe, was sie falsch gemacht hat oder was sie, wo ich mich nicht gesehen, geliebt, gewertschätzt gefühlt habe, dann hat sie das super umgedreht und sich selber zum Opfer gemacht. So, dass ich nach dieser Sache, also das war ein ganzer Tag lang Umzug, und so nachdem ich dann so halt in diese neue WG eingezogen bin und ihr geschrieben habe, sag mal, was soll das? So, nicht so cool. Was der genaue Wortlaut war, weiß ich nicht mehr, ist auch nicht wichtig, aber dass ich entsprechend halt mein Unmut ausgedrückt habe, war wichtig. Und sie hat das umgedreht zu sich, sodass am Ende dieses Gespräches habe ich mich dafür entschuldigt. dass ich das nicht gut finde oder dass ich das in irgendeiner Weise doof fand, dass sie mir nicht geholfen hat. Und das ist mehrfach passiert. Eine weitere Red Flag, wenn du so möchtest. Weil wenn du in einer gesunden Beziehung, ob das jetzt in einer partnerschaftlichen Beziehung ist oder unter Arbeitskollegen, unter Freunden, was auch immer, dass das Umdrehen von der eigenen Kritik an die andere Person oder an eine Sache, dass du dich am Ende als der Schuldige fühlst, ist absolut, wenn wir so wollen, toxisch. Weil was passiert denn dadurch? Also weil das auch mehrfach passiert ist so, und ab einem bestimmten Punkt habe ich das auch nicht mehr ausdrücken wollen. Es gab noch eine weitere Sache, die schreibe ich mir gerade auf, sonst vergesse ich das. Nämlich mit einem Handy. So, und nämlich was dadurch passiert, wenn du durch die, wenn du dich selber dafür entschuldigst, für das Verhalten, was du kritisierst, ist, dass du dir nach und nach immer weniger selber zutraust. Dein Selbstvertrauen sinkt, deine Zweifel erhöhen sich. Du denkst dann über Dinge nach, so, ganz, ganz einfaches Beispiel. Sie hat die Milch nicht gekauft, die sie kaufen wollte. So, und du wartest jetzt darauf, oh, wo ist denn die Milch? Und du sagst ihr, hey, du wolltest doch eine Milch kaufen. Sie dreht das so um, dass, wie kann es denn sein, dass du von ihr verlangst, nach dem, was sie alles zu tun hat an dem Tag, dass sie noch Milch kauft, während du doch hier diese 5 Minuten Zeit hattest, zum Supermarkt zu gehen und die Milch zu kaufen. Das ist, ich glaube, man nennt es auch Gaslighting. Neumodisch, das ist ein so ein neumodischer Begriff, der ist vor 5 Jahren oder so das erste Mal aufgetaucht ist, den gab es damals noch nicht. Dieses Verhalten bedeutet, dass oder führt dazu, dass du immer weniger deinen eigenen Emotionen, deiner eigenen Wahrnehmung vertrauen kannst. Gaslighting dann auch im Sinne von, dass jemand dich mit einer Laterne, mit einem Gaslight, woanders hinführt, als dass du eigentlich, wo du eigentlich hingehen wolltest. Und das ist halt so oftmals passiert. Bis halt zu einem Punkt, wo meine komplette Kommunikation mit ihr von meiner Seite aus mit Zweifeln belegt war. Ist das jetzt gerade richtig, was ich ihr sage? Ist das jetzt gerade gut genug, was ich ihr sage? Kritisiere ich sie gerade? Ist das meine eigene Unfähigkeit? Ist das mein eigenes Unverständnis über das Leben, dass ich sie gerade darauf ansprechen möchte oder dass mich das gerade hier stört? Und das ist so, und das ist so crazy, weil vielleicht kennt das der ein oder andere. Das ist eine Situation von absoluter Machtlosigkeit. Und normalerweise hat
unser Körper, die Gewohnheit, und das ganz jetzt archaisch, ganz so einprogrammiert in unsere Zellen, dass wir auf Machtlosigkeit, auf Ohnmacht mit Wut reagieren, damit wir eine Form von Kontrolle wieder erreichen. Beispiel dafür ist, wenn du als Kind geschubst wurdest, dann hast du ab einem bestimmten Punkt gesagt so, hey, hört auf mich zu schubsen, und dann hast du irgendwann um dich geschlagen, weil dein Körper wieder Kontrolle über die Situation haben wollte. Wut ist das Vehikel von Ohnmacht zu Kontrolle. Also die Kontrolle über den eigenen Körper. Das Gleiche, nach dem gleichen Prinzip funktionieren Nachrichten. Also, oh, guck mal, hier die Welt schlecht. Angst, Angst, Angst. Du wirst wütend über diese Gruppe, die die Nachrichten gerade wollen, dass du wütend auf sie wirst. Und wenn du wütend auf sie wirst, hast du das Gefühl von Kontrolle. Und was aber passiert ist in dieser Situation, ist, dass ich halt nicht mehr wütend geworden bin. Ich war in einem Loch von Ohnmacht, von Machtlosigkeit. Weil das Gefühl von Wut darüber war schon mit Scham belegt. Wie kann ich denn wütend sein? Was nehme ich mir heraus, jetzt noch wütend zu sein? Und das war ein schleichender Prozess, Schritt für Schritt. Und das hat halt immer mehr halt zu dem Punkt geführt, wie gesagt, dass ich absolut an mir gezweifelt habe. Ich konnte nichts tun, was irgendwie sie hätte glücklich gemacht oder mich irgendwie besser hätte fühlen können. Weil, also das war auch nicht mal mehr mein Fokus, dass ich darüber nachdenke, was ich, wie ich ein besseres Gefühl über mich selber habe, wie ich mir wieder mehr Selbstbewusstsein aufbaue. Das war überhaupt nicht mehr in meiner Wahrnehmungssphäre drin, sondern alles war so, hoffentlich verärgere ich sie nicht, was auch nicht mal ein bewusster Gedanke war, sondern das war einfach der Status quo für mich. Ich bin wahnsinnig unterlegen, sie ist da oben und sie hat mit allem recht. Und genau, das habe ich mir gerade noch das Handy aufgeschrieben. So, das war eine Situation, so, ich hatte noch ein Handy über, sie hat ihr Handy verloren oder so, und ich habe ihr dann mein altes Handy gegeben, damit ich auch mit ihr kommunizieren konnte. So. Das war zu der Zeit, wo es halt nur SMS gab. Ewig her. Und dieses Handy, so, das hatte sie dann die Zeit lang. Und manchmal war sie halt auch nicht erreichbar. So, also manchmal hat sie dann ganz lange gebraucht, um zu antworten. Manchmal musste sie dann auch einen Tag später daran erinnern, so, hey, hast du meine Nachricht bekommen, meine SMS bekommen? Und das war halt immer so merkwürdig. Ich hatte immer das Gefühl bei ihr, dass wenn ich nicht da bin, wenn wir uns gerade nicht sehen oder wenn wir gerade nicht kommunizieren, dann denkt sie überhaupt nicht an mich. Ich hatte dafür nie so einen Beweis, aber das war immer so das Gefühl. Aber wenn wir uns sehen, dann habe ich komplett ihre Aufmerksamkeit. Und damit auch das Gefühl von Liebe und das Gefühl von Bedeutung, dass ich Bedeutung in ihrem Universum zumindest habe. Und Jahre später habe ich herausgefunden, so gerade bei Borderline-Persönlichkeiten, die haben sowas wie, das nennt sich fehlende Objektpermanenz oder Objektimpermanenz. Also fehlende Objektpermanenz. Das bedeutet, dass wenn, einfach ausgedrückt ist, hier, ich habe diesen Stift in der Hand und wenn er jetzt nicht mehr in der Kamera ist, dann existiert der Stift für dich nicht mehr. Wenn ich etwas nicht mehr sehe, dann ist es nicht da. Und dadurch, also erst wenn ich es sehe, dann kann ich ihm die Aufmerksamkeit geben und die Liebe und so weiter. Liebe in Anführungszeichen. Und diese fehlende Objektpermanenz hat dafür gesorgt, dass sie, weil sie halt auch super sexy, super, super hübsch war, natürlich auch viele Verehrer hatte. Und ich habe dann herausgefunden, als ich das Handy dann wieder, so nach unserer Trennung, später hat sie mir das Handy wieder gegeben, beziehungsweise ich habe es mir abgeholt von ihrem Nachbarn, weil sie so wütend auf mich war und so weiter, weil ich ja ganz, ganz schlimm war. habe dann so in den Nachrichtenverlauf, das wurde halt alles noch ohne SIM-Karte trotzdem auf dem Handy gespeichert, und habe dann gesehen, dass sie halt noch mit anderen Männern geschrieben hat. Das war für mich an der Stelle gar nicht mehr so schlimm, weil ich hatte für mich schon den Absprung so geschafft, so, und ab einem gewissen Punkt gesagt, so, das ist, diese Frau tut mir nicht gut, das ist ja unfassbar, was hier gerade abgeht. Aber weitere Red Flag Red Flag an dieser Stelle. Wenn du das Gefühl hast, dass
wenn ihr euch seht, dass du komplett ihre Aufmerksamkeit hast. Also wie damals zum ersten Moment, als ihr euch kennengelernt habt, so 120% Aufmerksamkeit und du bist der tollste Mensch im Universum. Und in der Sekunde, in der sie aus dem Haus geht, verschwendet sie keinen Gedanken mehr an dich. Red Flag. Also diese Amplitude von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie zu Tode betrübt war, aber so von strahlendem Licht zu tiefster Dunkelheit. Wenn das auftritt, dann zeugt das nicht von einer mental gesunden Person, von einer Frau, die du in deinem Leben haben möchtest. Und beziehungsweise, also das, ich möchte sie auch gar nicht, ich habe das glaube ich noch gar nicht erwähnt, ich möchte ihr gar nicht die Schuld dafür geben, weil sie kann ja nichts dafür, dass sie so ist. So, es wird irgendwas in ihrem Leben passiert sein. Und das hat auch was natürlich dann mit der Abwesenheit ihres Vaters zu tun und Missbrauchshintergründen, Geschichten und so weiter. Das dazu geführt hat, dass sie so ist, wie sie ist. Das ist ist eine Überlebensstrategie für sie gewesen, so zu sein. Es hat irgendwas halt in ihrem Gehirn neu verdrahtet und vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, dass ihre Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat oder was auch immer. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber irgendwas, sie kann halt nichts dafür, ist mein Punkt. Und das heißt, sie ist halt gar nicht schuld daran, dass sie so ist, wie sie ist. Und sie ist auch nicht schuld daran, an dem, was sie, an ihrem Verhalten. So, sie hat nicht Schuld daran, dass ich so darunter gelitten habe. Weil wenn ich ihr die Schuld gebe, gebe ich ihr die Macht. Und das war mir halt bewusst an einem bestimmten Punkt. Deswegen habe ich dann auch die Beziehung nach viel zu spät beendet, weil mein Leiden irgendwann groß genug war. Aber das ist halt der Punkt. Also wir ändern erst was, wenn der Schmerz groß genug ist. Oder eines der größten Geheimnisse über Menschen ist, Menschen ändern sich nicht. Es sei denn, die Veränderung ist die weniger unbequeme Option. Genau, also sie kann da gar nichts für. Und ich konnte halt auch nichts dafür, weil Dinge in meinem Leben haben dafür gesorgt, dass ich im Vorfeld über mich gedacht habe, dass ich nichts wert bin. Mangelndes Selbstwertgefühl. Dass ich kein Selbstbewusstsein hatte, dass ich mich zurückgehalten habe, dass ich schüchtern war. Also da hat halt niemand Schuld. Da haben sich halt zwei gefunden, die halt sehr gut zueinander passen. Einmal jemand mit niedrigem Selbstwertgefühl und einmal jemand mit niedrigem Selbstwertgefühl. Borderline. So, die passen halt dann super zusammen. Jemand mit hohem Selbstwertgefühl kann mit jemandem mit niedrigem Selbstwertgefühl gar nichts anfangen. Und also Menschen mit hohem Selbstwertgefühl finden sich, Menschen mit hohem Selbstbewusstsein, starkem Selbstbewusstsein finden sich und dann auch entsprechend Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl finden sich. Weil Gleiches zieht Gleiches an. Und also ich möchte gar nicht die Schuld dafür geben. Also niemand hat Schuld daran. Und das ist die wichtige Nachricht auch dabei. Wenn du so eine Frau kennenlernst, dann ist es nicht deine Schuld. Aber wenn du es merkst, dann ist es deine Verantwortung, etwas zu ändern. Oder wie die Ärzte damals gesagt haben, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. So. Da waren einige Red Flags dabei, die massiv mein schon niedriges Selbstwertgefühl noch niedriger haben wirken lassen. Es hat dazu geführt, dass ich damals dann auch Treffen mit Freunden vernachlässigt habe, sie verteidigt habe, obwohl meine Freunde mir ganz klar aufgezeigt haben, so, ey, schau mal, ihr Verhalten führt dazu, dass du das und das machst. Wir sehen, dass du darunter leidest. Warum bist du immer noch mit ihr zusammen? Warum triffst du dich immer noch mit ihr? Und ich habe das verteidigt. Und das war halt wie eine Sucht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sie war halt so sie war meine Droge. Und das war emotionale Abhängigkeit. Und emotionale Abhängigkeit ist halt so, also Abhängigkeit ein anderes Wort dafür, Sucht. Und wenn wir abhängig sind, dann, ein smarter Drogendealer, der gibt uns mal guten und mal schlechten Stoff. Weil der weiß dann so, also er spielt dann mit unserer Antizipation, mit unserer Vorannahme darüber, wie gut der nächste Kick gerade wird. Und dieser Kick,
ist halt dann mal gut, mal schlecht. Und wir wissen halt nicht, wann er wieder gut wird. So, es gab dann halt eine Situation, so, wo ich ihr zum Beispiel mal, hat mich dann mal wieder so ignoriert, weil Objektimpermanenz, hat mich ignoriert. Und an einem Tag habe ich ihr ihre Lieblingsschokolade mitgebracht. So irgendwie aus dem Supermarkt. So einfach ihre Lieblingsschokolade mitgebracht. Und sie war dann so, hell yeah, hammergeil. Und wenige Wochen später hat sie auch mich mal wieder so ignoriert. Also genau das gleiche Verhalten, so exakt gleich. Auch das gleiche Gefühl, was ich dabei hatte. Und dann dachte ich, okay, die Lösung ist einfach, ihre Lieblingsschokolade mitbringen. Wobei das erstmal alleine schon halt ein super doofes Verhalten ist, weil ich sie dafür belohne, mich zu ignorieren. So das, warum etwas belohnen, was du gar nicht sehen willst? Aber na, ich dachte, okay, wenn ich jetzt ein Geschenk mitbringe, ein Offering für diese Göttin, dann habe ich wieder ihre Gunst gewonnen und ich bekomme wieder ihre Liebe, ihre Aufmerksamkeit und das Weizen wächst. Ja. Und jedenfalls habe ich ihre Lieblingsschokolade mitgebracht und sie hat das überhaupt nicht gewertschätzt. Und das war so merkwürdig an der Stelle. So, weil ich dachte so, okay, jetzt gebe ich ihr das und ich bekomme wieder Liebe. Und jetzt habe ich ihr das gegeben, aber ich habe nicht das gleiche Gefühl bekommen, nicht den gleichen Kick. Ja. Also diesmal habe ich die Droge konsumiert, aber ich habe mich nicht so gut gefühlt wie beim ersten Mal. Oder wie beim Mal, als wir uns kennengelernt haben. Und das war so, dadurch war es halt so unberechenbar. Und genau, das ist eigentlich so das Wort. Unberechenbarkeit sorgt dafür, dass wir extrem hypervigilant werden, hypervigilant. Also sehr darauf achten, was die kleinsten Veränderungen in der Stimmung des anderen sind. Die kleinsten Anzeichen dafür, dass wir gerade was richtig machen. Wir sind mit unserem Fokus, mit unserem mentalen Fokus komplett auf der Außenwelt oder auf diese einen Person. Das kann dann entsprechend dann die Frau sein. Oder das kann auch damals so als Kind ein Elternteil sein und so weiter. Und dieser Überfokus aufs Äußere sorgt dafür, dass wir überhaupt nicht den Fokus auf uns selber haben, was wir eigentlich wollen, ob es uns gerade gut tut, sondern wir sind eigentlich nur darauf so, mit dem Fokus aufs Äußere, hoffentlich werde ich jetzt nicht verletzt, hoffentlich ist das Richtige, was ich gerade tue, damit ich keine Strafe bekomme, oder hoffentlich ist das, was ich tue, gerade richtig, damit ich eine Belohnung bekomme. Und das ist komplett Fokus auf Außen, das ist nicht Fokus auf was will ich eigentlich gerade tun. Das, was ich tue, will ich das eigentlich gerade tun? Will ich ihr eigentlich gerade Schokolade mitbringen? Oder als Kind will ich eigentlich gerade irgendwie leise sein, nur damit ich nicht Ärger von meinem, keine Ahnung, cholerischen Vater bekomme und dann gleich wieder übers Knie gelegt werde? Das ist diese Hypervigilanz sorgt dafür, dass wir komplett die Wahrnehmung über uns selbst verlieren, was wir eigentlich wollen. Es ist nicht, also, was meine ich damit mit der Wahrnehmung? Es ist nicht mal im Gespräch darüber, dass wir eine Meinung haben oder dass wir ein Anrecht darauf haben, dass es uns auch gut geht, sondern unser einziger Fokus ist darauf, hoffentlich werde ich nicht bestraft oder hoffentlich bekomme ich eine Belohnung. Und nicht, was will ich eigentlich? Und dieses Verhalten, so weil wir uns dann halt so darum sorgen, ist es gerade richtig, sorgt für ein beschwichtigendes Verhalten. Also es gibt ja die drei berühmten grundlegenden Verhaltensregeln unseres Echsengehirns: kämpfen, fliehen und sich totstellen. Und sobald sich das Säugetiergehirn darüber gestülpt hat und entwickelt hat damals, haben wir noch ein weiteres Verhalten kennengelernt, das vierte Verhalten. Und das ist das gibt es halt nur, weil wir uns in Gruppen plötzlich bewegt haben und weil wir den Schutz der Gruppe brauchten. Und dieses Verhalten war beschwichtigen. Und beschwichtigen ist, wir sind verletzt. Also wann beschwichtigen wir eine Person? Dann, wenn wir verletzt sind und nicht noch mehr Schaden erleiden wollen. Dann verlieren wir komplett unsere Stärke. Also wir handeln in einer beschwichtigenden Reaktion komplett aus Schwäche heraus. Weil wir möchten, also weil wir vermeiden möchten, noch mehr Schmerzen zu erfahren. Und deswegen geben wir dann Geschenke und versuchen, die Situation wieder zu verbessern. Wir haben ganz starke Schuldgefühle. Wir haben ganz starke Schamgefühle.
Also Schuld bedeutet, das, was ich tue, ist falsch. Scham bedeutet, ich als Person bin falsch. Und egal, was ich tue, es ist sowieso falsch und ich werde dafür bestraft. Und wir versuchen dann mit einem aufgesetzten Lächeln dann der Person zu zeigen, so, hey, ich bin keine Gefahr. Ich bin keine Gefahr, bitte tu mir nicht weh. Und das ist ein Verhalten, was viele sogenannte Nice Guys auch haben. Sie versuchen durch ein beschwichtigendes Verhalten die Frau, die sie sowieso schon irgendwie, in der sie eine gewisse Göttlichkeit, ein gewisses Messias-Syndrom hineinprojizieren. Also, dass sie die Retterin ihres Lebens ist, ihre Einsamkeit ist. Das projizieren sie da in sie hinein. Und sie hoffen dann, dass diese Frau ihr nicht wehtut, sondern ihr Geschenke macht. Aufgrund, weil wir uns so auslaugen, weil wir uns so, weil wir zeigen, dass wir keine Gefahr sind, dass wir dann dafür belohnt werden und zumindest nicht bestraft werden. Und belohnt werden vielleicht durch ihre Aufmerksamkeit. Und ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, Aufmerksamkeit ist nicht Liebe. Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Und mit diesem Zusammenhang auch so, Aufmerksamkeit eine Form von Liebe ist die niedrigste Form von Liebe. Ist sehr einseitig und überhaupt nicht erfüllend. Aufmerksamkeit ist zu Liebe, wie eine Glühbirne zu der Sonne ist. Und mit diesem Hintergrund, was Aufmerksamkeit eigentlich ist, kannst du dir eigentlich mal die Social-Media-Landschaft anschauen. Wenn wir immer wieder nach Aufmerksamkeit hungern, dann können wir gar nicht in uns selber ruhen, dann können wir gar nicht wir selbst sein. Wir können nicht selbstbewusst sein, wenn wir nach Aufmerksamkeit gieren. Weil wir nicht in Liebe sind, also weil wir die Liebe nicht haben. Wenn wir nach Aufmerksamkeit gieren, dann brauchen wir Liebe von außen. Aber damit sehen wir nicht, welche Liebe wir eigentlich schon in uns haben. Also, weil wir Selbstliebe nicht kultiviert haben. Das ist ein ganz anderes Thema, haben wir auch, glaube ich, schon mal eine Episode darüber aufgenommen. Und reden wir eigentlich auch immer wieder drüber. Aber das Hunger nach Aufmerksamkeit zeigt dir eigentlich schon, so dass du da an etwas arbeiten darfst. Dass da ein Schatten in dir ist, so ein Dämon in dir ist, den du anschauen darfst, um das zu bearbeiten. Dabei helfen wir dir gerne, komm dazu einfach in die Charisma-Analyse oder beziehungsweise Flirt-Analyse auf flirtanalyse.de und hol den Termin und dann sprechen wir darüber und dann arbeiten wir auch dann im Coaching, zumindest für 3 Monate, also mindestens für 3 Monate zusammen und dann gehen wir da in die Tiefe und lösen das auf. So, jedenfalls die Aufmerksamkeit kannst du dir so vorstellen, so das Hunger nach Aufmerksamkeit ist, Hauptsache ich kriege irgendwie, ich habe Hunger und ich esse jetzt einfach eine Tüte Chips. So, dann ist halt für eine kurze Zeit bist du dann befriedigt, aber 20 Minuten später brauchst du halt noch mehr Chips oder das nächste Nutella-Brot oder sowas. Während echte Liebe, das heißt echte Liebe, also ich will das gar nicht so nochmal begrenzen, während Liebe, weil du selbst Liebe pflegst, Liebe, die du von außen bekommst, wie eine gesunde Mahlzeit ist. Eine Mahlzeit mit viel Protein und Ballaststoffen, die dich lange satt hält und nahrhaft ist. Und du würdest halt auch diese gesunde Mahlzeit halt auch nur dann essen, wenn du dich selber so sehr liebst, dass du sagst, so ein Fast-Food-Junk-Food-Scheiß kommt nicht in meinen Körper. Und deswegen würdest du halt auch auf eine Frau, die die Borderline-Persönlichkeiten zeigt, auch gar nicht so reagieren, weil diese plötzliche Flamme der plötzlichen, krassen Aufmerksamkeit und dass du das Zentrum ihres Universums bist, obwohl ihr euch noch gar nicht kennt, hat auf dich gar keinen Effekt mehr, weil es der Effekt wäre so, okay, möchtest du lieber hier so einen geilen, nahrhaften Salat mit viel Protein und Ballaststoffen oder die Tüte Chips? Und die Tüte Chips für jemanden, der nicht weiß, was sein Körper eigentlich braucht, weil er sich nie damit beschäftigt hat, nicht weiß, was ihm gut tut, der nimmt die Tüte Chips, weil, Salat. Wir können so viele Parallelen in anderen Lebensbereiche ziehen vom Thema Selbstbewusstsein, vom Thema Selbstliebe,
vom Thema Selbstwertgefühl. Und das ist so die, die Kernmessage, die ich dir heute mitgeben möchte. Achte darauf, was Frauen in dir auslösen. Wenn eine Frau plötzlich überschwänglich auf dich reagiert und die Frauen davor nicht, beziehungsweise du hast nie Frauen davor kennengelernt, warum sollte das sein? Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo das komplett auf Ehrlichkeit beruht. Aber das kannst du halt auch nicht annehmen mit niedrigem Selbstwertgefühl. Du würdest echte Liebe an diesem Zeitpunkt, echte Zuneigung gar nicht erkennen, weil du Hunger auf Chips hast. Du würdest eine nahrhafte Mahlzeit gar nicht erkennen, weil du lieber Chips isst, um in dieser Metapher zu bleiben. Deswegen ist es so wichtig, deswegen ist es so unglaublich wichtig, ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen. Zu wissen, wer du wirklich bist, den Ballast, den Schatten loszuwerden, damit du nicht an die falsche Frau gerätst. Nicht, weil sie das Böse meint, nicht, weil sie dir schaden möchte. Das macht sie nicht mit Absicht. Aber gleiches zieht Gleiches an. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du, Frauen sind der Spiegel von dir selbst. Wenn eine Frau nicht so in ihrer femininen Energie ist, dann bist du wahrscheinlich nicht in deiner maskulinen Energie. Wenn eine Frau ein niedriges Selbstwertgefühl hat, dann hast du wahrscheinlich auch niedriges Selbstwertgefühl. Wenn sie nicht in ihrer Energie ist, dann bist du nicht in deiner Energie. Wenn sie ein niedriges Selbstwertgefühl hat, hast du ein niedriges Selbstwertgefühl. Wenn sie nicht an sich selber glaubt, dann du wahrscheinlich auch nicht an dich. Und eine Frau, die, selbst wenn du jetzt sagst, oh, ich glaube ja an mich und ich will dann die Frau ein wenig auf die nächste Stufe heben, aber sie nimmt deine Bemühungen nicht an, egal was du tust, dann bist du wahrscheinlich auch nicht in deiner männlichen Energie. Dann brauchst du die Bestätigung von ihr, dass sie aufs nächste Level kommt, dass du ein guter Mensch bist. Und damit bist du weiterhin in dem Beschwichtigungsmodus. Und damit bist du weiterhin der sogenannte Nice Guy. Das ist so ein Label, das benutze ich jetzt mal gerade, weil es ein bisschen geläufiger ist. Ganz wichtig ist, dass du dich da nicht so selbst diagnostizierst. So, oh ja, ich bin dieser Nice Guy. Oder das, ja, die Frau, die ich kennengelernt habe, das war absolut eine Borderlinerin. Ich weiß, da kommen jetzt hier einige Kommentare und wir versuchen uns dann immer auch sehr schnell irgendwie die Welt zu erklären, wenn wir eine gewisse Information über eine gewisse Person haben oder. Also Menschen lieben es, in Kategorien zu denken und Menschen einzukategorieren. Deswegen gibt es ja auch solche Sachen wie Sternzeichen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir uns darin nicht verlieren, dass wir uns nicht irgendwie, dass wir selber eine Diagnose schaffen und uns damit dann irgendwie großartig die Welt erklären, egal ob das über eine andere Person ist oder über uns selber. Das beruhigt uns für eine gewisse Zeit, aber damit, immer wenn wir etwas labeln, verurteilen wir es. Und damit nehmen wir uns selber die Möglichkeit, frei zu sein. Das ist das Wichtigste. Wenn wir emotionale Unabhängigkeit erreichen wollen, dann dürfen wir auch frei sein. Oder dann kommt das automatisch mit, weil Unabhängigkeit bedeutet Freiheit. Abhängigkeit ist Sucht. Flirtanalyse.de, frag dich ein, wenn du dich hier wiedererkannt hast. Und dann sprechen wir bald schon. Und dann schauen wir, was wir tun können, um dein Selbstwertgefühl nachhaltig für den Rest deines Lebens so stark aufzubauen, dass du die richtigen Frauen in dein Leben kennenlernst, um davon die eine rauszufinden oder herauszufinden, die, mit der du länger zusammenbleiben möchtest. Trag dich ein und wir sprechen uns bald. Ciao, ciao.